So, guten Abend, guten Tag, guten Morgen bei Forrest. Ja, jetzt sollte, glaube ich, mal eine andere Reihenfolge dafür mal nehmen für die Begrüßung. Ja, ist sowieso eine Begrüßung, die sich schon ein bisschen bei mir reingefressen hat mittlerweile. So, ja, willkommen zurück, ne? Dritte Folge bereits, der vierten Staffel. Und ja, wir sind immer noch fleißig dabei, das Fundament zu bauen. Wir wurden bisher nur einmal in der letzten Folge angegriffen. Wir haben jetzt zwar noch einen Eingeborenen gesehen, der irgendwie da hinten lang gelaufen ist oder lang gerannt ist. Das war, glaube ich, auch dieser eine Anführer, den wir schon mal gesehen haben, der aber weggerannt ist. Also denke ich mir mal zumindest. Aber bisher war alles ziemlich ruhig. Aber da ist halt die Frage, wie lange bleibt das? Und ach du Scheiße. Das habe ich total vergessen, dass ich mir noch so ein Ding bauen muss. Ein Feuer. Das will ich sogar vielleicht mal schnell hier machen. Wusterfeuer wäre vielleicht zu groß erstmal für den Anfang. Ich würde erstmal das hinnehmen. So, Steine sind ja kein Problem. Sticks müssen wir mal gucken. Aber ich habe bisher richtig Spaß hier dran. Also hätte ich nicht gedacht, dass die PlayStation-Version so einen nochmal in den Bann zieht. Also sie tut es wirklich. Also bei mir macht es auf jeden Fall, weil ich halt ja richtig Bock auf das Spiel bekommen habe. Also seit der letzten Staffel, seitdem ich da in dieser einen Höhle und so alt war mit dem Krater, ich hab da wieder richtig Bock auf das Spiel bekommen, ne? Das war so geil einfach. Und ich freue mich schon, ja, nochmal in den Krater runterzugehen. Also das wird eigentlich ziemlich cool werden. Ja. Ne. Ach so. Achso, sind die anderen Baumstämme. Ich dachte, das wären die, die ich verloren habe irgendwie. Ja gut, die nehme ich auch nochmal schnell mit. Wir sollten unbedingt dringend was auf dem... Achso, wir haben noch die Dinger. Ja, die Schildkröte werde ich mir auch noch demnächst mal hinstellen. Fürs Trinken. Ah, ich frage halt nur, wann mache ich das mit dem Loch? Das ist halt auch mit dem Ende verbunden, ne? Ich weiß nicht, soll ich das eher zum Schluss machen oder irgendwie davor nochmal, dass wir vielleicht auch zweimal da reingehen? Ich bin in der letzten Staffel ja schon... Ja, da bin ich ja auch wieder rausgegangen, ne? Da habe ich halt nur alle Gegner umgebracht. Deswegen. Ja, aber ich glaube, ich würde es diesmal so machen, dass wir... Ja, wie machen wir das denn eigentlich? Ja, ich glaube, ich würde dann auch dabei auch gleich den Boss besiegen. Also das Ende dann durchspielen und den Boss besiegen. War das jetzt schon ein Spoiler gewesen? Ja gut, eigentlich nicht unbedingt. Das gibt's auf dem Vamp Boss, also so viel sei schon mal gesagt. Und ich sag mal so, wenn man das Ende durchgespielt hat, da wird man dann später auch noch eine fette Überraschung erleben. Nur mal so, das wissen viele gar nicht. Und mit Fett meine ich jetzt nicht Thrombosen, Jonas. Ja gut, der war heute auch ein bisschen saufig bei Meckes wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Aber das meine ich nicht. Nee, ich meine was ganz anderes. Aber das werden wir dann eines Tages irgendwann erfahren, sehen und so weiter. Das wird eigentlich ganz interessant werden, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn wir das Ende durchgespielt haben... Du Scheiße. Die haben aber noch nicht mich, die haben noch nicht meine Basis gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ey, wieder schrei und ich sehe die mal wieder gar nicht, ne? Das ist ja so typisch. Warum nehme ich eigentlich nicht den Wagen dafür? Ja, mache ich gleich wieder, keine Sorge. Na, ich glaube, die sind irgendwo da hinten, vermute ich mal. Ach, es wird eh wieder hell. Da sieh mal einer an. Ich denke mir, das war einfach nur so ein normaler Kommunikationsschrei einfach unter denen, also... Ja gut, weil das können sie an sich ja noch nicht sehen und... Das kleine Ding hier, das können sie doch aus der Entfernung doch gar nicht sehen. Das geht doch gar nicht. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Irgendwo da draußen sind sie wieder. Die Wilden. Ich frage es halt nur wo, ne? Ja, vielleicht haben wir sogar diese Antwort ja in der Folge. Ich weiß es ja nicht. Ich denke mal, so Palisaden und so, die werden erst später wahrscheinlich kommen. Keine Ahnung. Ah, ich finde es aber so gut, dass die Bäume wieder nachwachsen. Ja, wir müssen wirklich die moderne Axt finden, weil die ist halt wirklich hilfreich. Und auf das Katana freue ich mich natürlich auch schon, ne? Das ist natürlich klar. Also ich sag, wer will das Ding erstmal fertig gebaut haben und dann da so einen kleinen Speicher... so ein kleines Speicherding dahin gebaut haben, dann würde ich sagen, gehen wir auf Exkursion, weil das wird dann auch wirklich höchste Zeit. Weil die ganze Zeit so zu bleiben, das kann man eigentlich nicht machen. Das werden wir sowieso irgendwann nicht schaffen. Ah, ich vergesse immer. Ach, was mache ich hier eigentlich, ey? Alles gerade völlig durcheinander hier irgendwie. Ich brauche jetzt mal ein paar Baumstämme, ne? Bevor ich hier irgendwie überhaupt irgendwas machen kann. So. Ich vermute mal, die haben schon mein anderes Shelter gefunden, ne? Was ich schon da am anderen Strand gebaut habe. Bei der Yacht hinten. Ich denke mal, das haben sie schon gefunden, vermute ich mal. Weil die KI, die lernt halt mit hier. Und die sind schon recht extrem intelligent, die Kannibalen hier. Und die Ureinwohner. Ja, wir brauchen echt unbedingt die andere Axt, weil mit der ist halt wirklich 10-mal schneller als hiermit. Boing. So. Ich weiß aber exakt wirklich nicht, wie viele Folgen diese Staffel beinhalten wird. Das weiß ich gar nicht. Es könnten wirklich schon, denke ich mal, wäre sogar 100 Folgen werden. Das wäre sogar wirklich realistisch. Wenn ich halt noch eine zweite Basis noch bauen will, dann wäre das sogar sehr realistisch. Aber wir schauen mal. Wir sind ja erst in Folge 3 mittlerweile. Da haben wir noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, bei welchem Tag wir jetzt sind. Ich glaube bei Tag 3 oder so. Das heißt, die Mutanten, die werden auch irgendwann mal aus ihren Höhlen rauskriechen. Also jetzt natürlich noch nicht, das dauert noch ein bisschen, aber... ja, in den nächsten Tagen werden sie auf jeden Fall kommen. Also ich denke mal so, vielleicht ab Tag 10 werden wir sie vielleicht irgendwie hier sehen, keine Ahnung. Bis dahin würde ich schon gerne, ja, schon einen Teil davon fertig haben hier. Das wäre so mein Wunsch auf jeden Fall. Aber stell mal vor, ihr macht das so nach der Staffel noch so eine fünfte. Ja, weiß ich nicht. Würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Ich habe die Sticks vergessen. Ja, ich mache so schnell. Man kann auf die Dinge auch Sticks drauf lagern und Steine. Und Leichen natürlich auch, ne? Obwohl das, glaube ich, mit den Leichen, glaube ich, immer ein bisschen verbuggt war, glaube ich. Ich bin jetzt gar nicht so sicher. So. Ich höre jetzt schon irgendwie was. Wie so Schritte von so einem Mutant oder so. Das geht ja gar nicht. So viele Tage haben wir noch nicht.
Ach, warte. Oh, sehr gut. Ach, krass, dass sie überhaupt Bambis leben. Oh, shit. Deswegen brauchen wir halt den modernen Bogen wieder. Yes, sehr gut. Sehr cool. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ich mir daraus alles herstellen kann. Ach, guck mal hier. Dass ich das Ding überhaupt als Waffe verwenden kann. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, aber ja. Zuweisen? Was sagt mir das? Lol. Okay, das wusste ich auch nicht. Ja gut, weil ich das auch immer nur auf dem PC mal gespielt habe, die letzten Jahre. Als ob ich mir sowas merken kann. Das ist auch ganz nett. Kann ich mit einem Stück Fleisch schlagen. Ja, das ist halt nur die Frage, wer macht sowas, ne? Man spielt ja nicht mit Lebensmitteln. Ja, wir brauchen unbedingt noch mehr Pfeile. Müssen wir mal zu diesem komischen Camp gehen, wo diese ganzen Koffer da sind. Ist, glaube ich, irgendwo da hinten oder so. Müssen wir mal gucken gehen. Na gut, wenn wir jetzt zum Katan und zum modernen Axt gehen, dann müssen wir halt sowieso in diese Richtung. Oh, scheiße. Das sind die ersten Dürrenkannibalen. Sehen die mich? Die da? Strandspaziergang, keine Ahnung. Ich kann es nicht wirklich sagen. Okay, wir haben noch 52 Baumstämme, das müsste, glaube ich, reichen für die Folge. Aber da unten rechts sehe ich sie. Ob das so gut ist, dass die da sind? Weil die haben wir bisher noch nicht gesehen, die Dürren. Jetzt haben wir nur die normalen gesehen. Boah, ich habe es schon gedacht, der Wagen wird wieder hochgeschleudert, ne? Das ist ja richtig böse. Ah, shit, die haben es natürlich gehört. Na, das ist eh zu spät. Ja, es ist eh zu spät, das habe ich gesagt. Hä, was? Ich habe doch geschlagen. Alter Schwede. Boah, Hilfe. Ey, ohne Ausdauer, das ist fast gar nicht möglich. Alter, ey. Okay, der Kampf ist gar nicht mal so einfach, weil ich keine Ausdauer habe. Alter Schwede, ey. Okay, ich improvisiere. Was machen die da? Na, ist mir egal, Hauptsache der wird getroffen. Oh, jetzt prügeln die sich, glaube ich. Tatsache, geil. Oh, netter, sehr schön. Komm, du wirst es auch sterben. Alter. Ich hatte jetzt wirklich ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Alter. Aber geil, wie die sich gerade geprügelt haben. Das habe ich gefeiert. Okay, also. Das war jetzt mal ein Erfolg. Boah, Alter, Schwede, ich habe jetzt gerade echt schon ein bisschen Angst gehabt. Das muss ich mal sagen. Obwohl ich das Spiel schon so viele Jahre spiele, ne? Schon krass.
So. Achso, ich wollte den eigentlich wieder. Bringen wir noch ein bisschen Fleisch drauf. Jetzt ist die Frage, sollte ich mir hier unten auch nochmal so ein kleines Shelter hinbauen? Ach, guck mal, eine Schildkröte. Das ist ein Trockengestell, bräuchten wir auch noch für später. Achso, stimmt ja. Wir schon davon haben. Das ist der Wahnsinn. Cool. So. Da können wir das hier schon mal anziehen. Das ist sehr, sehr gut. Hätte ich den Baum nicht gefällt, dann hätten die mich nicht gefunden. Ja, die hören das ja, die sind ja nicht doof. Die Viecher. So, okay, alle anziehen. Man weiß nicht, was als nächstes um die Ecke kommt. Bestimmt gleich so eine normale Patrouille, ich weiß es nicht. Ja, ein Baum passt da, glaube ich, noch auf, würde ich mal sagen. Dann nehme ich mal. Oh, der sieht riesig aus, den nehme ich. Also nicht für Weihnachten. Der war, glaube ich, ein bisschen zu groß, aber für den Wagen jedenfalls. Und außerdem ist Weihnachten sowieso, als ob ich mir im Sommer jetzt schon Weihnachtsbaum kaufe, alles klar. Bringt mir doch gar nichts. Das kann ich auch im Oktober oder so machen, aber dann nicht jetzt so. Egal. Ist schon voll. Jetzt haben wir wenigstens ein kleines Schutzschild, das ist sehr, sehr gut. Dann gucken wir mal weiter. Ist noch so von Stappen geht hier. Oh, ich habe schon gedacht, da steht jetzt schon wieder der nächste, ne? Ich würde es denn gerne wirklich diese Folge noch fertigstellen. Das wäre mein Wunsch. So. Das geht wirklich schnell, das muss man sagen. Warum denn nur so knapp 30 Baumstämme? Nee, sogar noch weniger. 28, na, das geht ja schnell. Kannst du gleich noch so ein Shelter bauen und dann speichern. Ach, warte. So, stimmt. Das heißt, ich baue mir das jetzt schnell hin, dann kann ich wenigstens das jetzt schon mal speichern. Ja, da kommt, würde ich sagen, eher so ein Bett rein. Würde sich mehr anbieten. So. Was, oh, wäre komisch, wenn man die Steintasche auf einmal nicht mehr hat, ey. Dann mache ich das Ding erstmal fertig, dann kann ich auch wenigstens zwischendurch mal speichern. Nicht, dass mir das Spiel wieder abkachelt oder so. Ist mir auch schon passiert auf der Playstation. Ist mir ein einziges Mal passiert. Das war, als ich den Endboss mit generell kurz vorm Ende war, ne? Einfach abgespielt. Da war ich so sauer gewesen. Aber ich habe es trotzdem nochmal gemacht. Das war wirklich echt der heftigste Absturz, den ich überhaupt in diesem Endspiel überhaupt hatte, ey. Aber irgendwie konnte ich es dem Spiel auch nicht wirklich böse nehmen, weil es stürzt normalerweise gar nicht ab. Also früher war es, glaube ich, eine andere Sache, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ach, nochmal ein Bambi. So, ich muss mal gucken. Eine Sperrtasche brauche ich gar nicht. Oh, hier der Wärmeanzug, ne? Der ist richtig, da müssen wir sogar einen Waschbär für finden und das ist überhaupt nicht einfach. Ja, ein Wasserstock, der wäre wirklich hilfreich. Den bräuchten wir auch tatsächlich. Ja, wir brauchen auch Hasen, um die Sticktasche herzustellen. Och man, was mache ich denn hier? Ey, was ist denn heute los hier?
Ach ja, alles völlig durcheinander. Das ganze Gequatsche, da kommen wir völlig durcheinander hier, ey. So, Baum fällt. Ach du Scheiße. Was? Wo kommt der denn? Hä, wo kommen die denn überhaupt her? Gibt's doch gar nicht. Soll ich ihn mal die Dinge verkloppen? Boah. Alter. Ach du Scheiße, das war, glaube ich, keine so gute Idee. Die sind so schnell, die sieht man ja gar nicht. Okay, der liegt schon mal am Boden. Was macht er? Er bleibt immer noch hier. Alter. Hä, wie können die Urenwunder damit überhaupt kämpfen? Das geht doch gar nicht. Hä, hey, damit kämpfen die Ureinwohner? Das fühlt sich voll komisch an, das Teil. Muss ich ganz ehrlich sagen, also... Also, ja klar, man kann damit schon kämpfen, aber es ist voll komisch, irgendwie mit so einem Teil zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Das ist schon heftig. Na komm, ich schmeiß die gleich mal auf den Grill. Würde ich sagen, können wir noch mal Rüstung. Ich brauche jetzt erstmal das Ding hier fertig, dann haben wir das auch schon mal. Ich hoffe, die spawnen nicht. Das wäre sonst ein bisschen... Ja, ein bisschen belastend wäre das schon auf jeden Fall. Ah, sehr schön. Auf einmal, jetzt kann ich es mal ausprobieren, ob das mit diesem Transport überhaupt funktioniert, dass ich da Leichen draufpacken kann. Das hat, glaube ich, nicht wirklich gut funktioniert. So, der Krankenwagen ist da. Tatütata. Ach, jetzt funktioniert das auf einmal. Und das war wirklich auf dem PC gewesen, dass es nicht funktioniert hat. Komisch. Alter, das sieht voll komisch aus, ey. Ich bin der Menschentransporter. Oder Kannibalentransporter. Junge, Junge. Das sieht schon komisch aus. Aber wenigstens können wir es endlich hier speichern, was auch sehr, sehr gut ist. In der letzten Staffel haben wir da hinten im Container auch noch so ein Ding gebaut. Würde ich vielleicht auch noch machen. So als direkte Nebenbasis vielleicht. Also mal schauen. So, dann speichere ich erstmal und dann würde ich sagen... Ah ne, ich wollte es ja noch zu Ende bauen, stimmt ja. Ah Gott. Alter, ihr habt es jetzt an Tag 1 gespeichert, ne? Das war letzte Folge, glaube ich, ne? Ja, doch. Bei welchem Tag sind wir denn mittlerweile? Wir sind bei Tag 2. Da wären wir schon bei Tag 3 oder so. Dem ist aber nicht der Fall. Ah komm, ich will die Foundation hier wenigstens noch fertig bekommen, dass ich denn da bald mal richtig anfangen kann. Das geht jetzt richtig los hier, ne? So langsam. Die ersten zwei Tage sind ja noch, ja, ganz ruhig eigentlich meistens. Und danach geht's halt dann schon so richtig los, aber... Ja, es gibt auch Momente, wo auch die ersten zwei Tage auch schon der Horror sein können. Habe ich auch schon gesehen. Die reichen gar nicht, okay. Ja, gut, dann ist das halt leider so. Warte mal, ich baue mir schon mal so ein Trockengestell, so eine Trinkschale schon mal hin. Ah, shit, ich brauche wieder Sticks, ey.
Ja, den Schildkröte haben wir da hinten auch noch. Da kann ich wenigstens schon mal das Fleisch schon mal ablagern. Dann holen wir das Auto gleich mit dazu, dann haben wir das nämlich auch noch. So. Ich glaube, die ersten beiden von die haue ich sogar heute noch raus. Also eigentlich schon fast in der Nacht eigentlich. Und die Folge, die haue ich, glaube ich, denke mal morgen raus. Mal schauen. Hä, was macht er da? Jetzt steckt er. So, Baum fällt. Also weitere Ureinwohner habe ich jetzt aber nicht mehr gesehen, ne? Also der aus der einen Nacht war, glaube ich, der letzte hier. Das waren nur diese ganzen dürren Männer hier. So eine kannibalen Frau haben wir noch nicht gesehen, aber die kommen bestimmt auch noch. Pass mal auf, das werden die hundertprozentig. Die werden hundertprozentig kommen. Das glaube ich sogar. Und das wäre dunkel. Wir sind schon bei fast 30 Minuten. Deswegen würde ich mich ein bisschen beeilen, dass ich das jetzt noch rechtzeitig schaffe hier. Wenn ich den mal 1-2 füllen, kann ich danach noch aufnehmen. Ja, ich denke mal schon. Aber dann ist auch wirklich Feierabend für heute. So. Aber das ist ziemlich ruhig hier. Ist auch ganz gut so, weil. Naja. Immer nur Kämpfe, das ist auch nicht so gut. Der ist voll, dann müssen wir weiter. Ah, oh, ich hab die scheiß Stöcke wieder vergessen, ey. Also ich bin heute ein bisschen vergesslich, muss ich sagen. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich habe heute auch ein bisschen viel geschlafen, also... Das passiert halt nun mal. Ah, shit. Zweimal muss ich noch laufen, ey. Erstmal kurz schlafen, dann sehen wir was und dann machen wir schnell weiter. Ich will das Ding unbedingt jetzt schnell fertig bekommen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Aber ich finde es so doof, dass man hier halt echt nicht mit Maus und Tastatur spielen kann. Das finde ich so schade irgendwie. Mehr Wasser geht leider nicht. Ist auch ein bisschen doof. Aber ich sehe eine Schildkröte da hinten. Dann nehme ich halt die. So. Panzer haben wir nicht mehr. Den müssen wir, glaube ich, noch mitnehmen. Ja, genau. Komm, wir bauen jetzt noch die Sachen schnell fertig und dann reicht das für heute. So. Das war der gewaltige Seitendash. Der ist richtig heftig. Ich sehe gerade, wir sind jetzt schon bei... Ja, gleich 30 Minuten. Warte, ab. Ab. Jetzt ungefähr. Also ich glaube im Video ein paar Sekunden erst später, aber bei mir sind schon mal 30
Minuten. Ach komm, ich will das jetzt schnell fertig bekommen hier. Es sind nur noch 14 Baumstämme. Das muss man doch noch schnell hinbekommen hier, oder nicht? Ach, das heilige Baum wieder. Ja, und die Sticks, die darf ich auch nicht vergessen. Die vergesse ich die ganze Zeit. Na, Stein brauche ich jetzt nicht unbedingt. Diese anderen Lager, die will ich vielleicht später fertig bauen. Wenn ich vielleicht von der Exkursion oder sowas wieder da bin. Mal gucken. Das ist ja noch keiner, ne? So. Hier war so komisch diesen Baum da anhaut, ne? Ich weiß auch nicht warum, aber er macht das immer. Aber mit der modernen Axt geht das halt wirklich alles viel, viel schneller. Ach du Scheiße. Och nö. Das habe ich gemeint. Das ist so dämlich gemacht worden. Achso, man kann ihn doch noch retten. Okay, das ist ja sehr gut. Bisschen doof ist es eigentlich schon. Also ich mag das überhaupt nicht. Ja, manchmal kriegst du den überhaupt nicht mehr raus. So. Ja, der doof ist, ich muss noch einmal laufen. Da kann ich nichts dran hindern. Oder verändern. Ach komm. Ach, fehlt mir auch noch, okay. Da machen wir das auch noch schnell. Ey, wir finden ernsthaft nur zwei Baumstämme, ne? Ach komm, dafür brauche ich den Scheißwagen jetzt nicht. Ich scheiße drauf. Gehen wir mal schnell hin. Ach. Ja, ich muss aber trotzdem, ne? Ich muss trotzdem mal noch einen Baum fällen hier. Hilft nichts anderes. Ich glaube, ich gehe jetzt erst in die Katana-Hülle und dann zu Axt, würde ich sagen. Das habe ich das, glaube ich, immer so gemacht, dass ich erst die Axt geholt habe und dann das Katana. Ich glaube, diesmal mache ich es andersherum. Ich weiß gar nicht, wie war die Reihenfolge bei mir so? Oh, ein Stück habe ich schon wieder vergessen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Alter, ey. Es sind nur zwei Stück und ich vergesse sowas innerhalb von wenigen Sekunden. Also, ohne Scheiß, ich vergesse die Dinger heute die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Na gut, dass ich erstmal Ruhe vor den Dingern gleich habe, weil wir erstmal unterwegs sind. Das ist sehr, sehr gut. So. Da kann ich wenigstens schon mal ein bisschen Fleisch für später ranhängen. Ach du Scheiße, da hinten. Und der Bono 1. So, dann würde ich sagen, brate ich mir nur noch schnell ihn hier und dann. Achso, ich habe noch einen. Achso, der kleine Ding da, ja, gut. Das kann ich mir wegen auch noch aufschmeißen. Dann hier noch schnell was. Ich hätte ein Flugzeug oder nicht? Oder? Oh, das ist das Lagerfeuer. Was man da hört. Okay, gut, dass ich mir doch noch das weitere geschmissen habe, weil der hat richtig Hunger, der Typ. Ah, sehr gut. Gut, wir sind bei 34 Minuten ungefähr. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es halt endlich mal los auf die Tour zum Katana. Was in der ersten Staffel, wo ich es auch auf der PlayStation gespielt habe, auch in der vierten Folge war. Ja, aber da haben wir halt nur woanders gebaut. Und jetzt ist es schon. Ach, guck mal, da ist ein Flugzeug. Da schon wieder. Wie fliegen denn eigentlich mehr rüber hier? Irgendwann muss halt die Schluss sein damit, oder nicht? Ich glaube, irgendwann kommen da keine mehr.
Ich glaube, nur die ersten Tage. Aber, ach, Schildkröte. Ja, wir sind halt hier am Strand, ne? Wir sind halt nicht im Wald wie in der ersten Staffel. Aber wir holen das Katana trotzdem. So. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.